Die Börsenminute von Julia Kistner. So habe ich mir den Umstieg auf grüne Energie wahrlich nicht vorgestellt. Fossile Brennstoffe sind derzeit hoch im Kurs, vor allem Uran zieht an. Zum einen, weil Hedgefonds den radioaktiven Rohstoff zuletzt für sich als Spekulationsobjekt entdeckt haben, zum anderen aber auch, weil das weltweite Abschalten von Kohlekraftwerken schlichtweg den Strom verknappt. In Europa sind es vor allem Frankreich und Osteuropa, die darauf drängen, die Kernkraft in die EU-Taxonomie der sauberen Energien aufzunehmen. Frankreich denkt etwa daran, neue kleine Atommeiler zu bauen und Frankreich hat im nächsten halben Jahr auch den EU-Vorsitz. In den USA steigen vor allem Warren Buffett und Bill Gates groß in das Urangeschäft mit wesentlich kleineren und angeblich sichereren Atomkraftwerken ein, die mit Natrium statt mit Wasser gekühlt werden. Uranaktien wie die kanadische Trench Metals Corporation, ISO Energy oder NextGen gehen durch die Decke, ebenso wie Zertifikate auf Uran. Für mich persönlich sind es das doch zu toxische Papiere, aber jedem das seine. Der Uranpreis ist jedenfalls auf dem höchsten Niveau seit 2012. Aktuell liegt er bei 46 US-Dollar je Libra, also je 0,4536 Kilogramm. Das ist ein Anstieg von über 50% seit Jahresbeginn. Zwischenzeitlich lag der Preis sogar bei 51 US-Dollar je Libra. Das hat übrigens Ronald Stöferle, Fondsmanager beim Liechtensteiner Vermögensverwalter Incrementum, schon vor einem Jahr vorausgesagt. Was er noch richtig prognostiziert hat und wo er auch falsch lag, hört ihr im Interview mit ihm am Sonntag in meinem Podcast Geldmeisterin. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.